Nackensteak. Ist nicht verbrannt. Hab ich vorher mit Sonnencreme eingeschmiert. Das ist natürlich ein Gag. Also, das wäre natürlich ganz schön unappetitlich und auch ungesund. Kaltgetränk? Nur ein Stück Fleisch für die Dame? Ach, Anneliese, wird das ja nie was mit den Frauen. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, Fleisch ohne Soße ist wie Bier aus der Dose. Oder war das Obst aus der Dose? Ah, ich glaube. Ist ja auch egal. Ein gutes Essen braucht was nebendran, was innen drin und was drumherum. Anni, du kannst auch mal ein Salätchen vertragen. Nicht immer nur Lieferpizza und Fertiggerichte. Das ist ja kein Wunder, dass du so aufgegangen bist und Probleme mit der Verdauung hast. Ich höre ihn jeden Abend wieder, sitzt und drückt und schimpft. Jedenfalls, ich finde das ganz, ganz toll, dass der Andi eine solche Sause hier veranstaltet, um endlich mal jemanden kennenzulernen. Er hat ja gar keine sozialen Kontakte. Deswegen habe ich mich jetzt auf einer Dating-Seite angemeldet. Kein Schmuddelkram, ganz seriöse Leute suchen die da. Hat sich bis jetzt niemand gemeldet. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich habe extra ein ganz, ganz süßes Bild von ihm reingesetzt. Und das schaut er ganz frech unter seiner Schirmmütze hindurch. Kleine Kaspar. Ja, er braucht eine Frau. Das ist das Wichtigste, er braucht eine Frau. Jeden Abend diese Nacki-Dai-Filmchen. Hin und wieder mal, gut, machen wir alle. Ich sehe immer von meinem Balkon, wie er da sitzt vor seinem Laptop. Ganz eifrig, mit verkniffenem Gesicht. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Noch Salsa-Soße. Ganz toll feurig. Ja, danke. Mensch, die wär's doch gewesen. Wieso bist du denn da nicht rangegangen? Ich hab dir die Tür aufgemacht, aber durchgehen musst du schon alleine. Nicht so schüchtern. Beate steht dir zu Rate. Vielen Dank. Ich helfe doch gern. Wir machen Grillparty. Gefällt dir? Dann teilt's mit deinen Freunden.